Hey, ich bin Timo und das hier ist meine Sammlung. Wie viele Parfums ich genau habe, wie teuer das Ganze war, was mein Lieblingsduft ist, was der schlimmste Duft ist, was vielleicht auch ein unnötiger Duft ist, der teuerste, der günstigste, all das und vieles mehr, können wir hier in diesem Video uns einfach mal anschauen. Ich wurde immer mal wieder gefragt, Timo, kannst du nicht mal deine Sammlung zeigen? Mach doch mal ein Video draus. Es hat ein bisschen gedauert, weil das ist ganz schön aufwendig, hier alles hierher zu karren und so. Und nur mal so am Rande. Das hier sind nicht alle, aber da gehen wir gleich mal genau drauf ein. Ich glaube, ich habe ein Parfümproblem. So, ja, was ich sagen wollte, das war ganz schön schwierig, das alles hierher zu bringen. Von daher, lasst doch mal gern ein Abo da, Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Oh, alles nachher wieder zurückschleppen. Naja, für euch tue ich das gerne und nun ab geht's. Legen wir mal los mit meiner Sammlung. Hier haben wir sie, fast alle. Ich habe 322 auf Parfumo gelistet, dann gibt es noch ein paar, die nicht bei Parfumo stehen, ne? Das muss ich mir dann selber so ein bisschen merken, das sind dann die zum Beispiel von Maison Alhambra, die sind nochmal irgendwie extra, ich sehe jetzt gerade gar keinen, aber ja, ich habe auch davon einige. Man sieht übrigens nicht alle, die ich habe, hier, denn ich habe noch unten ein paar, hier ein paar, es passt nicht alles aufs Bild, ich bitte um Entschuldigung dafür. Aber 322 sagt Parfumo und es ist wirklich wichtig, dass ich mir das alles aufschreibe dort. Denn, ohne Witz, ich habe bei diesem Video einen Duft entdeckt, den ich mir letztens kaufen wollte, weil ich dachte, ich habe ihn gar nicht. Wo ist er? Ich dachte, oh, weißt du, was cool wäre? Oud for Greatness mal zu holen. Alter Timo, den habe ich. Ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren. Das ist wirklich, wenn du zu viele Düfte hast, du verlierst den Überblick. Ich habe das nicht, wusste ich nicht. Naja. Zum Glück habe ich mir nicht nochmal gekauft. Es gab schon einige Düfte, die habe ich mir doppelt gekauft. Zum Glück waren die nicht so teuer. Also immer schön alles tracken, das ist ganz, ganz wichtig. Grüße gehen raus an Jan von Auto Frequence, der macht das nämlich auch so. Der meinte, ja, das musst du mal aufschreiben langsam. Und dank dir wahrscheinlich habe ich nicht ganz so viele Doppelkäufe getätigt, denke ich mal. Also Gruß geht raus. Also gucken wir uns doch mal ein paar Highlights an. Der neueste übrigens, das ist, na wo ist er, der Renaissance von Serjoff und wer auch nochmal relativ neu ist, ist der Pompeo Sorrento und man sieht, ja, neu, aber hier ist doch schon die Hälfte raus. Parfumo regelt, ich kaufe ganz viel bei Parfumo, vielleicht ist der ein oder andere auch gerade da, der mich von da kennt. Ja, ich kaufe gefühlt richtig viel, was heißt gefühlt, ich kaufe dort richtig, richtig viel. Ja, also was kann man denn so für Highlights nochmal nennen? Vielleicht hier auch der teuerste, der günstigste. Der teuerste in meiner Sammlung ist der Sketchbook von Serjoff. Der ist da hinten. 450 Euro kostet der. Ja, habe ich nicht ganz gezahlt. Ich habe ein bisschen weniger gezahlt, aber ist schon sehr viel. Ne? Ja, der zweiteuerste müsste, glaube ich, für 400 Euro Homme Renomade sein von Louis Vuitton und der komplette Kontrast, der günstigste, das ist, na, ich habe es ein bisschen vorbereitet, na, das sind eigentlich zwei. Ich glaube, der zweitgünstigste ist der Varanti Ombre Pro, ja, ist ein Eau de Toilette, das riecht so ähnlich, ich sage es genau so, das meine ich auch so, es riecht so ähnlich wie ein Dupe von Post-bottled, ne? Aber es ist schon ein bisschen dünn, das ganze Düftchen. Ja, der kostet so um die 2 Euro für das Fläschchen, aber 100 ml für 1,29 Actionmarkt regelt. Das ist dieser Duft hier, auch von Varanti. Das klingt schon toll, ne? Gold Spender. Ja, das ist dann ein Dupe von hier vorne, könnt ihr schon sehen, ne? Der Goldbarren 1 Million, das EDT, riecht sehr, sehr wässrig, ne? Aber man kann es so ein bisschen erkennen, ein bisschen Süße, so ein bisschen flach das Ganze, aber nun ja. Ich habe auch ein paar Düfte schon verkauft, ne? Weil ein paar Eingestellte, die ich dann nicht benutzt habe, das ist dann auch ein bisschen schade, ist einmal, wenn ich sie nicht benutze, nicht so ganz gut und zweitens, naja, auf dem Kanal zeigen ist auch ein bisschen ungünstig dann, ne? Mache ich dann eher selten. Ich habe auch wenige, die jetzt eingestellt sind hier. Diesen Dark Rebel Rider hier.
den habe ich noch, na, Jeremy ja ständig empfohlen damals. Oder Midnight in Paris, den habe ich auch noch. Der ist eingestellt und bestimmt noch ein paar andere, die ich vielleicht gerade nicht entdecke. Man verliert wirklich den Überblick. Bitte kauft euch nicht so viel. Das ist ein bisschen sehr crazy. Ne? Mein Lieblingsduft, ich glaube, wer meinen Kanal schon mal 10 Sekunden geguckt hat, der weiß, Imagination, ganz egal, wie ihr das Ganze nennen wollt, ist einfach ein geiler Zitrusduft. Ne? Von schön zu schlecht. Also, ich mach mal so, kurioser Duft ist dieser Pizzaduft, der riecht wirklich nach einer Pizza Margherita, Basilikum und Teig und so. Das ist ganz urig hier von The Library of Fragrance. Aber der schlimmste Duft generell ist Tonnerre, den habe ich aber leider nicht als Flacon. Aber ich habe ein bisschen noch hier was von, auch den habe ich bei Parfumo geholt, den kaufe ich mir doch nicht neu, Alter. Was denkst du denn? Das ist Secretion Magnifique, Blut, Schweiß, Sperma, wir alle kennen ihn wahrscheinlich schon. Und ich kann da auch hier kaum noch was sprühen, ich habe nicht mehr viel drin. Ich will ihn auch gar nicht riechen. Ja, das riecht wirklich wie meine getragene Unterhose nach dem Sport. Das ist wirklich nicht schön und ich weiß, wovon ich da rede. Ja, es ist sehr, sehr viel. Vielleicht kann ich mal so ein paar Einblendungen vielleicht noch mal machen für euch. Ich sag euch noch mal eins. Bitte kauft nicht immer alles, sonst wird das hier so ausarten. Das ist schon ein bisschen übertrieben viel. Ne? Eins der ersten Düfte, also so, was ich so richtig gefeiert habe, ist der Invictus gewesen. Auch das hier ist ja schon verschrien als NPC-Duft, ja. Aber ich finde es einfach ein geiler Duft. Ja, ist immer noch so schön, frisch, aquatisch, süß. Bam. Den kennt wahrscheinlich gar keiner hier. Dark Blue, auch den habe ich in meiner Jugend getragen. Brauchst du nicht kennen. Und das ist hier die zweite Flasche. Hollister, So Cal. Ein bisschen Ananas, Leder. Der hält leider überhaupt nicht lange. Ist aber cool, ja? Geile DNA. So zwei, drei Stunden hast du damit Spaß, dann war es das auch. Das ist die zweite Flasche, ich habe mir das Original damals in New York gekauft mit einem Kumpel. Grüße gehen raus an Malte. War in so einem Hollister-Store, hab da das gerochen, fand es direkt geil. Hab das mitgenommen, ich glaube $50 oder so. Und hab die Flasche leer gemacht. Ja, und das ist jetzt so ein Erinnerungsduft. Trage ich jetzt gar nicht mehr, aber wenn ich dann rieche, ist es 2012 und New York oder so. 13, irgendwie so, ne? Ich fühle mich gerade wie Jensen in seinem neuen Studio. Irgendwie, hm? Ja, ansonsten, ich habe, was kann man noch sagen? Einen Duft, der mich sehr überrascht hat zum Beispiel, wo ich wirklich erstaunt war, dass der so günstig ist. Skulptur. Na, da kam mein Kumpel Steffen, auch hier, geh mal wieder Grüße raus, hat den Duft getragen und ich dachte so, ist das der Duft, von dem du erzählt hast, so? Den du geschenkt bekommen hast? Und der ist so günstig? Alter! Richtig gut, das Ding. Wirklich, Skulptur. Etwas frisch, etwas süß. Blumig, floral, den kannst du echt super gut tragen im Alltag. Damals kostete 30 ml hier 9,99. Mittlerweile kostet es um 20 Euro. Inflation sei Dank. Ja, es gibt auch so Düfte, wo ich so denke, boah, die werden bestimmt bald weggehen. Dann mache ich irgendwann noch ein Review. Ich habe auch gar keinen Bock, den zu erwähnen. Oder ich feiere den aktuell nicht so sehr. Bitte nicht böse sein, es ist ja eh immer alles Geschmackssache, aber 1872 von Clive Christian, das ist so ein bisschen trauriges Kapital, was hier so rumliegt. Riecht für mich wie Prince Charles, ne? Also so richtig edel auf jeden Fall, aber guck mich mal an, das passt ja nicht zu mir. Frisch, sehr grün, sehr elegant, aber auch ein bisschen altbacken. Ne? Also meins ist es nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass der Tisch kaputt geht hier oder irgendwie unterfällt. Wäre ein bisschen teuer. Ja, was gibt es noch? Ja, man ist ja auch Influencer. Ne? Und dann denkt man immer, oh, Timo, du kriegst ja bestimmt ganz viele Düfte gestellt und so. Das wurde mir oft schon unterstellt. Und ich denke so, schön wär's. Schön wär's, denn das ist hier richtig teuer, das Ganze. Ich habe so um die 12.000 bis 13.000 Euro in Parfums gesteckt. Ich arbeite dafür, bitte, ja. Sehr doll und ich habe keine Kinder, von denen ich weiß. Ich trinke nicht, ich rauche nicht und geht halt hier rein. Worauf ich hinaus wollte, ja, Timo, du kriegst schon ganz viele Sachen geschenkt und so. Nein, ne? Zwei Stück bisher und das sind geile Brands und ich würde auch nicht alles annehmen. Ganz real, ja. Sachen, die mich nicht interessieren, würde ich dann sagen, ha, Dankeschön. Der neue Halloween Man Mystery,
Ja, so ein dunkler Alltagsduft. Ja, Patchouli müsste hier sehr stark drin sein. Recht würzig auch. Und der ist auch sehr geil. Den habe ich, glaube 10, 11 Mal getragen im Jahr 23. Ist er hier. Podreso Portofino von Birkholz. Richtig geiler Sommerduft. Ah! Ja, das ist wirklich wie Urlaub in Italien. Den mag ich sehr gerne. Habe auch schon ein bisschen was rausge... Sieht man gar nicht, ne? Habe ich aber 11 Mal benutzt. Dieses Jahr. Ein schönes Parfum. Gerade für den Sommer, da werde ich den wieder ordentlich tragen. Birkholz ist eine geile Brand. Ein Duft, den ich mir allerdings selber gekauft habe, den ich noch viel besser finde. Das ist mein Liebling momentan. Von der Marke Birkholz ist der Wild Desires, habe ich auch schon oft erwähnt. Warum? Weil er geil ist. Der ist süß, der ist frisch. Ein Mix aus Boss Bottled und Eros für mich. Wurde ich auch angesprochen, habe ich auch schon mal erzählt. Bei Netto vom Verkäufer, auch eine coole Geschichte. Als ich einen Tester getragen habe, und was musst du dann machen? Ja, Mensch, dann kaufst du das Ding natürlich. Ja, das ist meine Sammlung. Falls ihr Fragen habt, gerne mal kommentieren. Mal gucken, was ihr da noch so für Fragen habt. Ich kann mal gucken. Mal ganz random mal hier reingreifen. Was habe ich hier noch so für einen Duft? Ah, hier. Oh, fall nicht um hier. Ja, Chagaf, Oud, Aswad. Ah, auch ein guter orientalischer Duft. Generell, die Marke ist... Oh, wo ist denn jetzt der Chagaf, Oud? Keine Ahnung. Die haben noch andere. Ich sehe gerade... Da. Hier. Ne? Dieser ist noch viel geiler. So ein Ananasduft, sehr frisch, der Chagaf. Was habe ich hier noch? Ah, komm, zwei nochmal ein. Was ich hier random einfach mal reingreife. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht erwähnt gehabt. Das ist dieser Miro Cabal. Ein guter Dupe zu Le Mal. Da. Ne? Hier. Und der kostet so 7, 8 Euro. Was ein super, super Geheimtipp ist aus der Druckerie, kein Witz, ist dieser Duft. Das ist, erwähne ich ab und zu mal, Marbert Man Pure Black Intense. Etwas langer Name, aber der ist sehr nice. Hat sich auch letzten Kumpel nochmal gekauft, auf meinen Raten. Und ja, er ist happy, ich bin happy, alle happy. Ja, würziger Kardamom, dazu Toffee für süße Zedernholz. Und bam, hast du einen wunderbaren Alltagsduft. Ja, ich habe auch gefühlt alle Parfums de Marlies und... von Creed alles, ne, hier, oh, ja, absolut Aventus, viel zu teuer, sage ich immer wieder, stehe ich auch dazu, aber der Duft ist schon, der ist schon sehr gut, ne. Ja, generell, Aventus DNA ist ja hier bei mir noch und nöcher. Es gibt auch welche, die habe ich doppelt, hier, ne. Warum? Weil, richtig nervig, weil der Sprüher nicht mehr geht, ja. Habe ich mich gefreut. Kannst du wieder einen neuen Flakon kaufen. Super. Ich habe hier so viel Geld. Nicht, nicht, leider nicht. Ja, Spielgeld. Ne? Spielgeld habe ich hier genug. So ist es nicht. Also, weitere wunderbare Fragen von euch gerne mal kommentieren. Dann habe ich, denke ich mal, alle Highlights gezeigt. Alle Downlights auch. Und es ist echt ein bisschen eskaliert in letzter Zeit. Ne? Gibt auch welche, die trage ich irgendwie... gefühlt auch gar nicht mehr, früher schon. Manche trage ich momentan viel zu oft. Manche kann ich auch gar nicht mehr so oft tragen, weil die im Büro ganz oft irgendwie, oder ich rieche die woanders, denke ich so, oh toll, jetzt riecht der danach. Habe ich zu oft das erwähnt, diesen Duft. Oder ich habe gar keine Zeit auch dafür. Ne, muss noch Düfte testen und im Alltag hier, da. Hammerduft habe ich viel zu selten getragen. Ich weiß gar nicht, 4, 5 Mal dieses Jahr. Aber der ist einfach so sexy gut. Ich kann ihn nur empfehlen. Wirklich. Ah, hatte ich gestern getragen. Hammer. Sexy. Parfum. Ja, also. Oh, übrigens auch einer meiner ersten Kontakte mit Parfum. Joop Om. Hat mein Vater damals auch, Grüße gehen raus, ja. Bei sich im Schrank gehabt. Und ja. Ein süßer Duft. Orangenblüte. Riecht für mich immer vanillig, sexy, zimtig. Wie so ein Orangenbranche so ein bisschen. Orangenbranche, wie so eine Süßigkeit mit Kirsche, für mich jedenfalls so ein bisschen, sehr synthetisch, für, ja, ich weiß, für viele wie so ein NPC-Duft, aber ich finde ihn gut, sehr solide. So, und manche Düfte mochte ich am Anfang gar nicht und manche auch, ja, auch das passiert, Herba Pura oder hier Red Tobacco, wo ich den gerade sehe,
Also egal, wo ich hingucke, immer fällt mir irgendwas ein, was man noch sagen kann. Ja, auch den hier, hammer nice, richtig ständig. Das ist der Prada Luna Rossa Ocean Eau de Parfum. Kann man das nicht einfach kürzer nennen, aber egal. Sehr schön, guter Alltagsduft, sehr vanillig. Ja, ein bisschen harsch auch ein bisschen, ja, schon nice. Manche Düfte habe ich mich erst auf der zweiten, dritten Nase drin verliebt. Gladiator zum Beispiel von Zora Dora. Da war ich auf der Parfummesse. Na, hab den nochmal gerochen und dachte mir, Mann, den brauchst du. Wunderbarer Duft mit sehr minzig, ananasig. Richtig, richtig schön. Manche sind auch irgendwie nur zum Testen gewesen und kann ich auch gar nicht so sehr dolle empfehlen, obwohl der auch nicht ganz so schlecht ist. Auch den bei Parfumo. Manche rieche ich so oft, ich kann es nicht mehr ertragen. Arabian Stonka, sehr starker Duft, sehr zuckersüß, aber ist eigentlich schon cool. Aber rieche ich auch in meinem Umfeld viel zu oft, auch letztens bei der Post. Oh mein Gott, oh, da ist noch eingestellt. Da, guck mal, überall sehe ich irgendwas, ja? Sumatra Rain. Auch ein Kandidat, der bestimmt irgendwann weggehen wird. Düfte, die ich auch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habe auf meinem Kanal. Oh ja, komm. Ich sehe es sofort, ja. Ich habe hier zum Beispiel ist von Cartier, der Pascha. Auch nice, aber ja, vielleicht kommt das auch bald immer wieder. Man kommt irgendwie nie immer zu allem hier. Ah, mag ich ja gar nicht. Das ist der Ideal. Das EDP. Ach, ich mag einfach das EDT so viel lieber. Ist für mich zu kratzig und zu irgendwie komisch kirschig, aber viele lieben diesen Duft. Bei manchen Parfums ist so wenig drin, dass ich den kaum noch nutzen kann. Ja. Bei Ishq zum Beispiel, was für ein geiler Erdbeerduft. Mit dieser Baccarat Rouge DNA. Oh, ja, ein bisschen kann ich noch sprühen, dann ist aber auch hier Schicht. Ja, das, es wirkt alles immer sehr, sehr viel, aber ich habe auch wirklich oft nur Reste hier drin. Ne? Wie beim Pardon zum Beispiel. So, dann war schön mit dir, aber komm, eine Sache noch. Auch der richtig von richtig geil, richtig günstig. Melonik, sommerlich von Antonio Banderas. Der Blue hier. Ne? Okay, jetzt aber wirklich genug. Das war der Torati Blue. Ja? Wolltest du jetzt umkippen oder was? Hast du viel Hype gehabt oder wie? Ja, wo, warte, Torati Brown habe ich auch irgendwo. Naja. Das ist nochmal ein ganz anderer Duft. Ist eher sehr oldschoolig. Jetzt bleib doch mal stehen. Okay, so. Das war's von mir und meiner Sammlung. Wir grüßen alle mal und noch einmal, bitte nicht immer alles kaufen, bitte immer testen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Fragen habt, kommentieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald zu einem neuen Video wieder. War schön mit dir und bis bald. Dein Parfüm-Freak Timo, der Parfums einfach liebt und einfach viel zu viel davon hat. Wir sehen uns und bis bald. Dein Jensens, Timo, bye, bye. Ich fühle mich echt wie Jensens. Das ist irgendwie ein cooles Setting so. Thank you.